Hallo Leute, es geht weiter im Bonuskapitel von Awakening der Wald der roten Blätter. Und ich war zuletzt hier beim verzweifelten Sternrätsel. Wo war denn das nochmal? Welches war denn das nochmal? Wo hab ich das denn nochmal gleich? Muss ich auch noch machen. Stimmt ja. Nee, ich wollte jetzt aber zum Sternrätsel. Wo musste ich dafür hin? War das nicht hier irgendwo? Bin ich jetzt doof? Doch, genau. Doch, hier mit der Kreide, natürlich. So, ich versuche das jetzt einfach nochmal. Vielleicht jetzt am Morgen frisch und munterer funktioniert es vielleicht besser. Mir ist auch gestern aufgefallen, dass ich hier immer nur noch einen Schritt gegangen bin. Wobei ich da immer versucht habe halt, naja, ihr wisst schon, ihr habt es ja gesehen. Eins, zwei, drei, keine Ahnung, allerlei. Ich gehe hier einfach mal runter, sonst kapiere ich den ganzen Dreh hier nicht. Ja, das ist hier total Kuddelmuddel. Ne? Jetzt soll ich wieder einen nach unten gehen. Das funktioniert alles überhaupt nicht. Wie ich mir das hier so... Ne, das ist nicht meins hier, ne? Einen zur Seite. Zwei runter. Dann soll ich drei zur Seite gehen. Oder leicht nach oben. Ich könnte natürlich einfach auch hier die Schiene mal gehen. Weil wenn ich halt hier zur Seite gehe, habe ich das Problem, dass ich da nicht... Na, komme ich da auch nicht runter, ne? Es ist ein Graus. Ich gehe einfach mal hier hoch. Dann gehe ich hier den runter. Dann kann ich auch den hier, der danach kommen soll, nehmen. Und zur Seite den nehmen. Dann gehe ich hier runter. So, bis hierhin könnte es stimmen. Soll ich jetzt den dann nehmen? Ich soll ja runtergehen. Und danach wieder hoch. Uff, 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 uff. Ich kann ja... Also der ist von der Pfeilrichtung hier, die Nummer 8, die ist ja nicht schlecht hier, ne? Aber danach soll ich ja einen hochgehen. Und das ralle ich dann immer nicht. Hochgehen und dann nach links noch wieder runtergehen. Ich gehe jetzt einfach mal zu dem runter... Damit ich zu dem hochgehen kann. Damit ich zu dem runtergehen kann. Ja, Gott. Ja, dann soll ich... Oh Gott. Das ist alles so scheiße. So. Und verkackt. Irgendwas wieder falsch gemacht. Ja, ich mache einfach mal so weit, wie ich hoffe, dass es richtig sein könnte. So vielleicht? Ja, es ist... Ich verstehe es sonst nicht. Es ist ja jetzt schon wieder falsch. Da ist was falsch. Guck mal, und er zeigt mir hier immer hin. Ich weiß nicht, was das heißen soll. Eigentlich könnten wir ihn ja auch austricksen und halt wirklich jedes Mal immer warten, welchen er uns sagt. Aber das finde ich halt auch immer total blöd. Und wenn das dann bedeutet, dass ich dann halt mal ein bisschen länger an einem Rätsel hänge, aber so ein bisschen frustrierend ist das ja auch, wenn man es eigentlich schaffen will und dann immer überspringt. Auf der anderen Seite langweilt es ein Zuschauer natürlich da stundenlang bei einem Rätsel zuzugucken. Vor allem, wenn man es selber halt besser weiß. Ne? Ich weiß ja nicht, ob ihr da jetzt gerade sitzt und euch schon die ganze Zeit denkt, oh, jetzt geh doch mal da lang. Aber gut, es ist halt wie es ist. Er zeigt mir immer den an. Ist der jetzt falsch oder was? Oder kann ich zu dem wieder zurück? Ja, ich kann auch zu dem wieder zurück, ne? Eins, zwei, drei. Komme ich ja trotzdem nicht zu dem rund. Das bringt mir ja nichts. Komisch, dass er mir den hier immer anzeigt. Ich weiß nicht, ob ich da wieder zurück soll, aber...
finde das nach oben gegehe gar nicht mal so schlecht. Dann kann man wenigstens überhaupt einen runtergehen und dann kann man auch einen wieder zurückgehen. Sehe ich so. Dann könnte ich zur Seite gehen und auch runtergehen. Das Runtergehen ist natürlich so eine Sache, ne? Ich könnte ja auch mal einen anderen nehmen als den hier. Dass ich den unteren hier mal nehme. Nehme ich den, den, den und dann nach oben und wieder zurück oder was? Nee. Jetzt fehlt mir der letzte Stern. Ach ja. Vielleicht verstehe ich das Rätsel auch völlig falsch und das sind nicht die Schritte, die ich gehen soll, sondern irgendwie die Schritte, die hier insgesamt stehen sollen oder sowas, was ich dann abzählen muss, sodass von hier das zwei Schritte jetzt schon sind, sodass ich deswegen nicht noch einen weitergehen soll, sodass ich immer halt von hier zähle. Aber das wäre doch auch bescheuert, weil das geht doch immer nur ab da. Dann wäre das der. Wo ich hin soll. 1, 2, 3 zur Seite von dem hier. Dann ein runter wäre dann aber. Das funktioniert doch nicht, oder? Bin mir da nicht so sicher. Ich könnte auch den als zweiten nehmen, wenn ich von dem aus zähle. Oh Leute, ich habe keinen Bock mehr. Es tut mir leid. Nee, ist klar. Das gucke ich mir am Ende nochmal an. Also da mache ich am Ende jetzt mal Pause, wenn der Part fertig ist. Und guck mal, wie man das hätte abzählen sollen. Tut mir echt leid, aber ich hab's versucht. So. Ja, peinlich. Greifsiegel. Jetzt habe ich hier Zentaunsiegel, Greifsiegel. Wo kann ich die denn eigentlich mal benutzen? Nur die eine Hälfte. Ich habe natürlich öfters mal nur eine Hälfte. Ja. Was kann ich mit den Schnürsenkeln anfangen? Kann ich damit irgendwie das Tintenfass aufdrehen oder? Ja. Kann ich hier noch was machen? Ach so. Hexensiegel habe ich auch noch direkt eingesammelt. Alles klaro. Wo kann ich die einsetzen? Hier bestimmt. Wo soll der denn hin? Der soll dahin. Und der dahin. Tada! Zum Gartenteich. Hi, Nanny! We need to visit the Wood Witch. It's the only way we can ever rescue the missing humans. Voll schön hier. Feuerameisen. Da halte ich mich lieber fern. Sonst irgendwas, was ich hier einsammeln kann? Nö. Mögen die Butter? Auch nicht. Keiner will meine Butter. Dabei war es die beste Butter. Spinnennetz. Schatulle. Bla. Hat keinen Verschluss. Funktioniert auch nicht. Mit dem abgebrochenen Ruder komme ich nicht weiter. Meine Stimme, ey. So ein paar Murmeln oder so, Glaskugeln. Die Angelschnur hat sich verheddert, aber für den Haken habe ich bestimmt Verwendung. Ja, was kann ich denn machen?
Die Glühwürmchen leuchten heute aber besonders hell. Sie zu fangen ist ein netter Zeitvertreib. Aha. Die Feenkönigin ist die Beschützerin der königlichen Familie. Ich würde sie gerne mal treffen. Ja, die Tochter von Sophia hat natürlich nicht so viele Abenteuer jetzt erlebt wie Sophia. Aber ich sehe das schon kommen, dass es so, dass das die nächste Awakening-Reihe wird. So mit der Tochter von Sophia bestimmt. Das kann ich mir gut vorstellen. Ach ja, ich muss den Boni auch mal suchen. Wo ist der denn? Drip, drip, drip. Wo ist er denn? Da. Ja, vielleicht nochmal doch wieder zurückgehen, oder? Der Steinfliese gehört die da? Nee, die gehört da nicht hin. Weiß auch nicht. Irgendwas müssen wir auch mit unserem kleinen Drachen demnächst mal anfangen eigentlich. Steinfliesen. Ach, waren wir überhaupt am Kamin? Holz ist zwar aufgeschichtet, aber es brennt kein Feuer. Das können wir ja ändern jetzt. Yay! Toll. Der Kamin macht Licht und wärmt. Macht Licht und wärmt. Heißt das, wir können jetzt hier vielleicht mehr sehen als vorher? Die gehört da aber nicht, nee. Ich habe aber keine Schere zum Abschneiden. Irgendwie gibt es so wenig hier, was ich gerade machen kann. Ich habe ein Geheimnis zwischen dem Teeservice versteckt. Ja, toll. Ach ja. Spinnennetz. Wie sammelt sie denn eigentlich ein Spinnennetz ein? Wie schleppt man ein Spinnennetz mit sich rum? Ja, gehen wir mal dahin, wo wir hin sollen. Ach, da hinten. Okay, habe ich doch was übersehen. Ja, ach, eine Sprosse mal wieder. Hier fehlt ein Griff. Warte, ich habe doch einen. Ja, das ist ja auch nicht so einer. Der sieht ja ganz anders aus. Sehr ärgerlich. Ich habe doch eine Tasse. Die ganze Zeit habe ich diese Tasse angeklickt und es hat sich nichts getan. Naja, gut. Bringen wir sie nach hinten. Zu dem Teeservice. Oh, wir können jetzt hier was Schönes machen. Was denn? Finde die passenden Teller für die Kuchenstücke. Wo ist der Zusammenhang? Wie darf ich das jetzt verstehen? Hier ist zum Beispiel nichts Pinkes dabei. Das ist nur ein gelber und ein weißer. Darf das vielleicht? Ja, okay. Hier ist so mit Schokostückchen weiß und pink, aber nicht mit gelb. Schokostückchen weiß und pink. Der? Nee. Der soll dahin. Warte, der ist aber falsch. Der soll dahin. Dann nehmen wir hier noch so einen mit, ich weiß gar nicht, was das sein soll. Schokostückchen, zuckrig und, weiß nicht, irgend so ein Mandarinengelee da drin, keine Ahnung. Würde dann da passen. Der soll dahin und der dahin. Lecker. Naja, sieht ja schon lecker aus. Decke die Kuchenpaare auf. Und wie immer überschneidet sich die Musik so schön. Oh, das ist aber fies hier. Die sehen sich ja doch irgendwie nicht gerade ähnlich. Also, sehen sich alle sehr ähnlich, meine ich. Wo waren hier? Ich suche den jetzt einfach mal. Ach, die beiden gehörten schon zusammen. Wo unterscheiden die beiden sich jetzt hier gerade? Ach, das sind schon die passenden. Alles klar. So. Okay.
Ja, war nicht so einfach. Leeres Blatt. Ja, super. Ich habe ein leeres Blatt. Das leere Blatt vielleicht hier. Genau. Oh, und das Rätsel ist Hexenmantra. Wow. Und Holzkohle haben wir auch. Was steht denn da jetzt drauf? Keine Ahnung. Gut. Jedenfalls haben wir das gemacht. Ich brauche eine spezielle Lupe. Das ist aber nicht die andere Hälfte, ne? Nee. Ich muss immer gucken, wenn hier immer so die zweite Hälfte fehlt, dann was ich ja nicht immer brauche. Hier ist nämlich auch noch eine Hälfte, aber das stimmt, das passt alles nicht so. Hier sollen wir auch noch was machen. Wo gehört die Steinfliese hin? Das ist es jedenfalls nicht. Kreuzschlüssel. Dreispitz. Was soll das denn sein? Ist das nicht ein Hut, oder? Ach, das passte. Ich brauche ein Schmiermittel. Butter. Ah, okay. Ja, jetzt habe ich eine Schere. Das ist ja super. Das ist gut. Dann weiß ich auch, was ich machen soll. Gehen wir mal zurück. Hier zum Bett. Schnibbeln das ab. Zack. Nehmen uns den Ball. Und den auch. Schläger und Ball. Die Glaskugeln, die gehören da aber nicht in diese Tropfenform, ne? Ach ja, ach ja. Was ich hier alles immer machen soll. Kann ich die da schon mal hin tun? Nee. Ich brauche erst die dritte Sprosse. Schwarzer Springer. Ach, ich habe die Schere noch. Dann habe ich jetzt auch den Haken. Kann ich das jetzt... Nee, verbinden die Dinge miteinander mussten wir bis jetzt nie. Was mache ich denn jetzt damit? Kann ich die mit dem Ball irgendwie weghauen, die Ameisen? Tot machen? Aufspießen? Nö. Dann brauche ich bitte Hilfe. Sonst irre ich hier stundenlang durch die Gegend. Hier soll ich jetzt was machen können. Ach, echt? Brauche eine spezielle Lupe. Ich habe doch aber gar keine. Oder soll ich die Glaskugeln nehmen? Eine Lupe? Ich bin ein bisschen überfragt, was ich hier gerade machen soll. Kapiere ich gerade nicht. Was soll ich hier jetzt machen? Vielleicht kann ich den Rest der Zeichnung ja irgendwie sichtbar machen. Ach so, mit der Kohle? Ach so, ich dachte, ich soll die ganze Zeit die zweite Hälfte suchen. Ja, sollte ich vielleicht auch mal lesen. Ach, die kann ich jetzt mitnehmen. Ist das denn jetzt die andere Hälfte? Trotzdem nicht. Ja, und jetzt? Wo war denn die andere Zeichnung? Und was fehlte denen jetzt? Die haben eine Rose in den Händen. Irgendwann wird die Prinzessin Königin Sophies Amt übernehmen. Soll ich da eine schöne neue Rose reinstellen? Ach ja, ich soll das putzen, ne? Ich sollte das sauber machen. Mit dem Spinnennetz natürlich. Wird schön sauber. Schlafmaske hatte ich schon probiert. Nee, das funktioniert alles nicht. Nee, ich brauche Hilfe. Mit dem Abgebrochen komme ich nicht weiter. Abgebrochen, abgebrochen, abgebrochen. Kann ich das mit den Schnürsenkeln? Kann ich da das jetzt mit dem Haken oder so... Ach, mit dem Schläger den... Ah, nee, ist klar.
Fast geschafft, aber der Schläger muss noch befestigt werden. Warte, ich habe Schnürsenkel. Alles klaro. Gut, jetzt können wir darüber tuckern. Schön. Sehr schön. Und was haben wir hier? Ist auch schön. Ich habe irgendwo gelesen, dass man den Fluch eines Basilisk band, wenn man dem Opfer etwas gibt, was ihm einst gehört hat. Aha. Mhm. Tja. Ein Ball. Eine Schachfigur. Ja. Bevor ich es vergesse, der Boni wieder. Gucken wir uns mal die... Brauche ich einen Zauberspruch, damit mir die Statue das Buch überlässt? Ja, wir haben doch jetzt dieses Dings hier. Genau. Das Buch scheint nicht vollständig zu sein. Ach nee. Tja, da kann ich dann gerade auch nicht helfen, glaube ich. Was ist das? Sieht aus wie ein Tennisschläger. Und was ist mit dem Netz? Hier. Jetzt hat es eins. Hahaha. Mal eben das Spinnennetz da reingewickelt. Klar. Die kleine Adelheit, die schafft das natürlich. Das Tor zum Wald der roten Blätter wurde zum Gedenken an die Freundschaft zwischen den Zentauren und Zwergen errichtet. Ich glaube, das Tor führt zum Sternenhügel. Tja. Eine Astgabel. Ideal, um daraus eine Schleuder zu basteln. Prinzessin Andrea scheint ein ganz schönes Früchtchen zu sein. Da ist kein Durchkommen. Ja, für unsere Kleine hier bestimmt. Die kennt sich ja aus. Ja gut, ich würde aber sagen, ich mache hier einen Cut und wir sehen uns im nächsten wunderschönen Bonuskapitel weiter. Also in diesem natürlich. Aber wir wissen ja nicht, was noch kommt. Und ich finde das Bonuskapitel gerade auch total schön. Vielleicht sogar einen Tacken schöner als das Spiel selber. Ich weiß es noch nicht. Aber ich finde das hier echt ganz süß eigentlich. Finde ich schön, dass ich da doch noch die Sammler Edition mir geholt habe. Und ich hoffe, es gefällt euch auch. Bis zum nächsten Mal.